Hallo liebe Origami-Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Nikolaus-Wochenend-Video. Der Nikolaus grüßt euch, aber nicht nur der Nikolaus, sondern auch der Krampus kommt zu euch. Ich habe ja in meinen alten Büchern gestöbert und da sind mir Fingerpüppchen untergekommen und die haben mir gedacht, das ist doch hervorragend, um einen Nikolaus und einen Krampus draus zu kreieren und finde die ganz entzückend. Die möchte ich euch unbedingt auch noch zeigen, weil es auch ein einfaches Modell ist und weil man damit ganz viele Varianten herstellen kann. Ich habe diese Figuren aus einem von meinen ältesten Origami-Büchern herausgefischt und zwar von Paolo Mulatino, Origami Neue Ideen. Meines Wissens wird es nicht mehr aufgelegt, aber ist antiquarisch noch erhältlich. Und da hat er ganz viele schöne, schlichte Faltanleitungen zusammengetragen. Und da ist unter anderem auch von der Cristina Givone, sind diese Fingerpüppchen drinnen. Und die habe ich früher immer wirklich total gern gefaltet, weil man eben alle möglichen, also ich habe mal Kasperltheater gemacht und so, also man kann einfach mit den Farben des Papieres, und dann auch mit diesen verschiedenen Faltungen, wie man den Hut faltet, kann man dann ganz viele verschiedene Charaktere zusammenstellen. Und es macht irrsinnig Spaß. Und es ist natürlich auch für Kinder super lustig. Und ich habe mir aus dieser Grundfaltung dann einfach einen Krampus und einen Nikolaus erfunden, die einfach relativ einfach durch das Falten von Gesicht und von der Spitze zu unterschiedlichen Aussehen kommt. Und dann kann man dann gleich sehen, was da los ist. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Also auch wie bei den anderen einfachen Faltungen ist gerade beim Nikolaus natürlich wieder die Farbe des Papieres ausschlaggebend. Das heißt, rotes Papier mit weißer Rückseite eignet sich da sehr gut. Und beim Krampus habe ich jetzt schwarzes Papier mit Rot, weil das natürlich auch ganz eindeutig dann den Krampus zeigt. Wer jetzt so ein Papier gerade nicht zu Hause hat, weil man das vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt so leicht kriegt, also ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hat der Ivo Haas diese Packungen, wo die Papiere unterschiedliche Seiten haben, also das zweiseitig gefärbte. Also er hat wahrscheinlich nicht gerade genau die Qualität, aber prinzipiell, glaube ich, hat der Ivo Haas sowas. Man kann auch bei der Drogerie Müller zum Beispiel schauen oder beim Libro, die haben manchmal auch diese normalen von Folia, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob die ja wirklich gerade auch diese Kombination mit Rot-Schwarz haben. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, dann könnt ihr zum Beispiel Folgendes machen. Ihr könnt es entweder, wenn ihr nur Rot habt, dann malt ihr da mit Acrylfarbe Schwarz drauf oder wenn ihr Schwarz habt, dann malt ihr das Rot an. Was auch möglich ist, wenn ihr zum Beispiel nur dieses Papier habt und ein Schwarzes, ihr könnt es auch einfach doppelt zusammenlegen und dann doppelt falten. Das hat nämlich der Paolo auch bei diesen Figuren gemacht. Der hat einfach immer zwei Papiere zusammengelegt. Und weil diese Faltungen ja relativ einfach sind und nicht sehr viele Papierlagen zusammenkommen, kann man das eben auch so machen. Also irgendwie kriegt dieses Schwarz-Rot schon hin. Oder ihr macht es aber auch ganz was anderes, was vielleicht auch, vielleicht habt ihr in eurem Papierfundus irgendwas, was trotzdem gut als Krampus aussieht. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Schaut mal, dass es wirklich. Ich habe mich festgestellt, dass meine Kamera manchmal nicht scharf steht. Habe ich beim vorigen Video auch gemerkt. Es tut mir sehr leid. Meine Aufnahme mache ich ja mit dem Handy. Also wirklich total simpel. Ich habe überhaupt kein ordentliches Equipment. Und da tut die Kamera dann manchmal so ein bisschen unregelmäßig scharf stellen. Also ich hoffe, das funktioniert für euch. Und ich hoffe auch, dass es hell genug ist. Ich habe jetzt mein ganzes Licht, was ich habe, rund um mich herum aufgestellt. Ist gar nicht so leicht, ein ordentliches Video zu machen, von dem bin ich noch weit weg, aber wir lernen, ne? Okay, als erstes brauchen wir eine Diagonale, also wir fangen mit der weißen Seite oben an und legen eine Diagonale. Und dann legen wir zwei der Seitenkanten zu dieser neu entstandenen Mittellinie.
schaut das so aus. Dann drehen wir das Ganze auf die Rückseite und machen die zwei kurzen Kanten, legen wir auch zur Mittellinie. So, dann schaut es so aus. Dann drehen wir das wieder auf die andere Seite. Jetzt haben wir da eben einen kleinen weißen Spitz und den roten Teil. Und jetzt brauchen wir einfach nur die Figur hier genau in der Mitte zu halbieren, dass wir genau Spitze auf Spitze legen. Dann schaut das so aus. Dann drehen wir das Ganze wieder um. Und jetzt legen wir die obere Spitze von der oberen Lage genau da zur Kante und schauen wir, dass wir genau in der Mitte bleiben, also wirklich da genau die Mittellinie erwischen mit dem Spitz. Und dann seht ihr, dann haben wir eigentlich schon so eine Grundfigur für einen Nikolaus oder für einen Weihnachtsmann. Also ist schon relativ gut dargestellt. Dann nehmen wir das rote Dreieck und falten es auch dann noch mitten runter. Und jetzt so für die Kappe, da habe ich jetzt einfach mit dem roten Dreieck das einfach in Zickzack zurück raufgefaltet, mit so circa von der Kante ungefähr einen knappen Zentimeter liege da eine Linie. Schau, dass ich relativ grob bin, das ist eben alles jetzt Augenmaß, was jetzt kommt, da gibt es jetzt keine großen Anhaltspunkte. Ich schaue immer auf der Rückseite, dass das wirklich gerade wird, indem ich schaue, dass die zwei Faltlinien genau aufeinander stoßen, wenn es nicht irgendwie schief wird. Dann schaut das so aus. Also ich habe jetzt da gerade ein bisschen weniger wie ein Zentimeter, aber es ist eben, wie gesagt, es geht einfach, dass so der Hut da aufliegt. Dann nehme ich die untere Spitze und lege sie so weit nach oben, dass sie da vielleicht nicht genau, also je nachdem, wenn sie wirklich den Zentimeter gehabt habt, dann können sie genau in die Kante gehen. Ansonsten, ich gehe jetzt ein bisschen weiter runter, weil mein Anhaltspunkt ist eher da dieses kleine weiße, diese Dreiecke, die da noch vorstehen, dass man ein bisschen was von diesen Dreiecken noch sieht. Also je nachdem, wie weit ihr da jetzt runtergefaltet habt, kommt man da nicht genau in die Kante, sondern orientiert sich eher daran, dass jetzt da von diesen Dreiecken so da noch was raussteht. Also bei mir schaut es jetzt ungefähr so aus, bei mir bleibt da oben ein bisschen ein Abstand, also es ist jetzt sehr individuell. Und dann nehmen wir diese neu entstandene Kante und falten es nochmal nach oben. Da müssen wir jetzt nur aufpassen, dass die Spitze da nicht zurück verrutscht, das heißt, ich halte da mit dem Finger meine Spitze ein bisschen fest und fahre jetzt mit dem so weit rauf, dass auch von der Spitze, von der unteren, so mindestens ein halber Zentimeter übrig bleibt. Also ich schaue das wirklich so ein halber Zentimeter und dann falte ich die Falte fest. Und dann habe ich da so einen Balken, der circa einen Zentimeter, das ist eben nicht so genau, weil das wird jetzt der Bart übrig bleibt. Wichtig ist, dass von der Spitze was sichtbar ist, weil das wird dann unsere Nase. Und dann brauche ich eigentlich nur noch für den Schnauzer einfach da eine schräge, und da eine schräge, so nach unten setzen, dann haben wir da sozusagen Moustache gemacht, dann haben wir da unseren Schnauzer, dann schaut das so aus und ganz zum Schluss nehme ich noch dieses Dreieck, dieses kleine und falte es auch noch nach unten, dann habe ich die Nase von Nikolaus. Und damit ist eigentlich jetzt das Gesicht fertig. Und was ich dann noch gemacht habe, ich wollte eigentlich nicht so, dass das so eine spitze Mütze ist, weil dann schaut es einfach mehr nach Weihnachtsmann aus und nicht nach Nikolaus. Seht ihr, ich habe die Kopfbedeckung eher so wirklich so Nikolaus-mäßig gefaltet. Und zu dem Zweck drehe ich das Modell um und lege die Spitze so einen guten Zentimeter oder wir können auch diese Strecke da dritteln zum Beispiel und jetzt sage, ich mache jetzt da Drittel, Drittel, Drittel. Nur so Augenmaß, Anhaltspunkt. Ist alles nicht so genau. Man kann es auch weiter nach unten legen, weil
Ihr seht, es ist hoch genug. Also es ist wirklich genug Platz. Also ich werde es jetzt noch ein bisschen weiter nach unten geben, weil bei mir diese Krempe so schmal war. Ja. Und dann braucht man nur auch da wieder so ein kleines Dreieck irgendwo da um. Nicht zu steil, so dass es wirklich dann mehr nach Nikolaus ausschaut. Schaut bei mir hinten jetzt so aus. Also ich hoffe, ihr seht das so. Seht ihr so. Und dann ist eigentlich die Faltung schon fertig. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wenn man jetzt da andere Papiersorten nimmt, andere Farben, wie zum Beispiel eben da gibt es das Blaue, dann schaut es aus wie ein Polizist zum Beispiel oder grün, wie ein Jäger. Oder wenn man das Schwarz-Weiß nimmt, dann könnte man eine Nonne draus machen. Also ganz, oder ein Zauberer zum Beispiel, wenn der Hut dann spitz bleibt. Also da kann man wirklich allein mit diesem Dreieck, mit diesen zwei Dreiecken sozusagen ein Aussehen und eine Kopfbedeckung formen. Und die Farbe von dem Papier, das ergibt dann schon den Charakter und das ist eigentlich wirklich was ganz Tolles, Einfaches. Jetzt brauchen wir das Püppchen nur noch sozusagen über den Finger wickeln. Das heißt, ich nehme jetzt das, da habe ich eh schon die Bergfalte, die ist eh schon ein bisschen vorgefaltet. Da kann man jetzt vorsichtig schon mal so zusammenlegen. Ich meine, man könnte das jetzt auch einfach zum Beispiel so aufstellen. Das schaut auch natürlich nett aus, wenn man da was macht. Man könnte Krippenfiguren draus machen zum Beispiel. Josef, Maria, ein kleines als Jesuskind und dann die heiligen drei Könige dazu mit Gold, mit goldenem Papier. Also da könnte man sich wirklich einiges einfallen lassen. Da bin ich schon gespannt, was ihr dann draus macht. Freue ich mich auf Fotos. Und dann tun wir einfach da hinten jetzt das so über den Finger so zusammen dran. Nehmen wir den ganz kleinen Zeigefinger. Macht das einmal so alles ein bisschen rund. Und dann brauchen wir nur eine Spitze, weil da drinnen ist ja offen, da ist eine Lasche. Da haben wir einfach eine Spitze in diese Lasche rein. Und dann versuchen wir so ein bisschen zusammen dran, weil das hält mich dann für selber ganz gut. Wenn man es mit Kindern macht, vielleicht, die dann recht viel spülen vielleicht dann damit, dann kann man da ruhig auch einen Tupfer auch reingeben, damit das wirklich sicher hält. Aber im Endeffekt, vor allem, wenn man, weil das Papier ist sehr glatt, wenn das Papier noch ein bisschen rauer ist, dann hält das extrem gut. Dann haben wir jetzt grundsätzlich schon mal unser Fingerpüppchen fertig. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen ausformen. Ich habe dann da steht so ein bisschen so ein komisches Dreieck weg, das habe ich nicht so hübsch gefunden. Da mache ich dann einfach so einen schrägen Zug, das fällt dann einfach so nach hinten, damit das nicht mehr sichtbar ist. Damit der da den Hut richtig schön aufhat, zum Körper zurück. Und was ich noch mache, da gibt es ja diese weiße Schicht, die da noch drüber ist, das gebe ich da, dann mache ich da so ein bisschen auf. Dann haben wir da sowas wie Hände oder Arme. Dann schaut das richtig, hat das ein elegantes Gewand an, der Nikolaus. Und dann ist der Nikolaus schon fertig. Und jetzt machen wir noch einen Krampus. Geht genauso schnell und auch sehr einfach. Da habe ich mein rot-schwarzes Papier. Und damit das Gesicht eben rot wird, habe ich die rote Seite jetzt oben und mache da auch wieder die Diagonale. Mache auch wieder die beiden Kanten zur Mitte. Dann drehen wir das Ganze um, machen da wieder die kurzen Seiten zur Mitte. Schaut das so aus. Drehen wir das Ganze wieder auf die Seite. Machen hier eine Talfalte, dass genau die Spitze auf Spitze liegt. Drehen das wieder um. Nehmen wieder die obere Spitze und legen sie genau da zur unteren Kante
mittig hin. Und seht ihr, das ist eben jetzt so diese Grundfigur. Also eigentlich ist immer gedacht, dass er mit dem Dreieck irgendwie ein Gesicht oder Aussehen eben formt. Und dass das dann irgendwie für die Kopfbedeckung sein soll, und das ist dann der Körper. Also so funktioniert prinzipiell diese Figur. Aber eben, wenn man das so macht, dann könnte man da halt zum Beispiel, wenn man da vielleicht ein blaues Papier hat, zum Beispiel schwarz-blau oder so, dann könnte das ein Zauberer sein. Also da lässt sich wirklich total viel damit machen. Und eben, wie gesagt, also es ist nicht nur für Kinder lustig, sondern ich habe mich mit dem auch schon total gespielt und habe das total super gefunden. Ja, was mache ich jetzt? Achso, ja, geht's da weiter? Jetzt machen wir da gleich wie beim Nikolaus, fällt mir da jetzt auch zuerst einmal die Kopfbedeckung, oder was bei mir jetzt in dem Fall dann, ich habe das dann als Hörner ausgeformt. Und machen da auch wieder gleich so circa einen Zentimeter, legen wir da wieder eine Linie. Schau wieder hinten, dass das wirklich exakt gerade wird. Wenn ich nicht genau darauf achte, dass die da schön laufen, dann ist er nicht schief. Und damit das eben da jetzt ein so Hörnchen werden können, habe ich das da nochmal diese Falte nochmal kurz entfalten und dann die Spitze zu der ersten, das was jetzt bei uns ist, ist jetzt eine Bergfalte und das zweite ist eine Talfalte. Und ich nehme jetzt die Spitze und lege sie zur Bergfalte hin. Dann schaut das so aus und ich tue dann die Zickzack wieder zusammenlegen und dann schaut das hinten so aus. Das ist relativ kurz. Man sieht hier, das schaut dann schon wieder, wenn man jetzt wieder was anderes draus machen würde, dann wäre das wieder ganz eine andere Kopfbedeckung, eher wie eine Kappe. Also kann man am Vorrat draus machen. Hm. Gut, dann machen wir jetzt da mit unserem Gesicht weiter. Und ich habe eigentlich einfach versucht, für den Krampus, ich habe mir gedacht, naja, das wird auf alle Fälle die Zunge. Und ich habe dann sowas wie einfach so aus so Zickzack-Faltungen so Lippe gemacht, dass das sozusagen der Mund ist und da schaut dann die Zunge raus. Das ist eigentlich so mein, also wo ich mir gedacht habe, das könnte so das Charaktermerkmal vom Krampus sein. Jetzt muss ich kurz schauen, wie weit ich das nach oben gefalten habe. Relativ weit, okay. Also ich sehe jetzt eine Linie, die vielleicht, das ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt, da wo die schwarze Kante da reinkommt, dass ich genau da, das ist eben wie gesagt alles Augenmaß. Das Einzige, was passiert ist, je nachdem, wie man das teilt, länger oder kürzer wird halt die Zunge. Also ich versuche das jetzt einmal da so. Man könnte, also bei mir ist es auch sogar fast so, dass es fast aufgeht zur Kappe. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass es da so, dass es sich da so kreuzt. Glaube ich, ganz gut ein Anhaltspunkt. Und dann nehme ich diese neue Kante, die da unten entstanden ist, und fahre jetzt einfach nur mal, schau auch wieder, dass das nicht wegrutscht. Schau wieder, dass das Dreieck bleibt, so ähnlich wie wir es beim Nikolaus gemacht haben, auch fällt dir eine kleine Wulst nach oben, aber das muss dann wirklich nur ganz klein sein. Siehst du? Bei mir sind das vielleicht jetzt 2 mm. Wenn das größer ist, ist es auch wurscht. Es geht nur darum, dass das sozusagen so wie ein Mund, wie eine Lippe dann sein soll. Dann fällt dir die obere Spitze wieder so nach unten. Und zwar so, dass da von der Kante, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, ich versuche es einmal da so reinzuhalten, da wird so Wulst gemacht, da muss ich schauen, ob man das sieht. Nur, dass ihr das, ja, ich halte es einmal da so ein bisschen weiter zu, damit ihr so ein bisschen seht, wie die Aufteilung ist. Da habe ich jetzt diese Wulst gemacht und wenn ich jetzt da das runterklappe, das Dreieck, dann klappe ich das einfach so nach unten, dass da nochmal so eine doppelte Strecke, damit ich da noch einmal das halbieren kann, damit noch einmal eine Lippe entstehen kann. Ich mache das jetzt gleich einmal so nah an der Kamera, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Ich nehme dann da die obere Kante wieder und falte sie eben auch noch einmal so nach unten, dass genau da so
dass ich genau da so, seht ihr das? Dass da eben, dass da ein Wulst sein kann und da ein Wulst sein kann. Und wie gesagt, es ist relativ ungefähr. Und ihr seht ihr, und dann die Zunge ist dann so ein kleines Dreieck, was da noch rausschaut. Und dann schaut es eigentlich ganz ordentlich aus. Und dann können wir auch da jetzt schon das Püppchen ausformen, indem wir es wieder über den Finger runden und hier da so drüber legen. Und ich habe auch da das auch wieder gemacht, weil mir das wirklich ein bisschen stört, aber das müsst ihr machen. Ich habe auch da wieder dieses Dreieck, habe ich da wieder so mit so einer Schräge nach hinten gefaltet, damit das da bisschen besser ausschaut. Schaut das auf der Rückseite so aus. Und die Hörner, die Hörnchen, ich meine, da kann auch, vielleicht fällt euch mit der oberen Papierlage nur was besser sein, dass man längere Hörner machen kann. Ich habe das jetzt einfach nur schnell, damit ich euch was liefern kann, auch versucht, schnell was Einfaches zu kreieren. Ich habe das dann einfach so gemacht, also die Ecken da, das wären die Spitzen für die Hörner. Und ich habe das einfach so gemacht, ich nehme diese, also ich mache da im Prinzip eine Bergfalte, so schräg rein. Das wird eine Bergfalte. Und die forme ich einfach direkt am Finger aus. Das heißt, ich schaue, dass ich da spitz bin und quetsche das einfach da so zwischen die Finger. Das, was dann passiert ist, wie ein Schräge, dass man es macht, kommt dann daher, dass da so ein Dreieck entsteht, ne? Also durch die Schräge da rein, da steht man irgendwann eh an, weil da irgendwo die zweite Lage vom Papier ist und so weit kann man das da reinziehen und kann man da einfach so kleine Krampushörner machen. Irgendwie könnte man auch sagen, Batman, aber da kann man Bett, mal Superhelden zum Beispiel, wäre auch ein Thema. Also tobt es euch aus. Ich habe halt versucht, ich habe das dann so ein bisschen so rein, damit man sagen kann, okay, das wären so Teufelshörnchen. Kann man ein bisschen vielleicht über Stabern oder so ausformen. Und dann stecken wir das wieder hinten zusammen, wie wir das beim Nikolaus auch gehabt haben. So, dann haltet das schon alles ganz ordentlich. Und dann können wir auch da wieder diese Lage Papier, die da oben aufliegt, so ein bisschen öffnen, damit der auch Arme kriegt. Ja, und damit ist Krampus und Nikolaus fertig. Juhu. Schau mal, die ganze Horde da. Naja, eigentlich gibt es einen Nikolaus. Und der hat seine Kumpanis da mit, ne? So. Und mit diesem einfachen Fingerpüppchen wünsche ich euch noch ein schönes Nikolauswochenende. Also hoffentlich kommt der Nikolaus. Nicht der Krampus. Und freue mich dann schon auf euer Feedback und auf eure Variationen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Alles Gute dabei. Tschüss.